Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Wieder zu einem nach wie vor solo laufenden Part. Es hat den Grund, dass ich den Game Award nicht erreiche, BZW er momentan, wie als wenn es verhext wäre, ständig Besuch hat. Also mit anderen Worten, immer voll Haus und es nicht hinkriegt, die Leute wegzuschicken. Mit anderen Worten. Ist auch in Ordnung. Mache ich das halt wieder solo. Vor allem das Thema mit Lynchwood hat sich auch anscheinend erledigt. Das wäre halt wirklich auch nur so ein Ding von 2-3 Minuten. Aber da er gar keine Lust auf Borderlands 2 hat momentan. Ja. Wird das auch aktuell leider nicht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde jetzt noch eine ganze Weile hier drinnen feststecken in dem Spiel, bis wir fertig sind. Und falls ihr euch fragt, worauf ich mich gerade auf dem Weg mache, wir hatten das ja noch mit der, wie nannte man das noch? Sirenenkabine, nenne ich jetzt mal. Ich weiß halt nicht, wie ich sonst nennen soll. Muss ich wirklich exakt dann wieder liegen, wenn... Ach, ich krieg doch ein zu viel heute wieder. So, gerade so irgendwie geschafft. Versuche mal, das zu vermeiden, getroffen zu werden. So. Und ja, ihr habt recht, vielleicht nur eventuell sollte ich mal das einblenden, was ich mache. Nur so ein Gedanke am Rande. Und somit habt ihr auch recht. Übrigens auch keine Sorge, es wird kein exorbitant langer Part. Ich habe die letzten Male schon ordentlich lange Parts gemacht. Je mehr wir über die Sirenen wissen, desto mehr wissen wir auch über dich. Wir wissen immer noch nicht, woher diese Kräfte kommen oder wie sie sich in Zukunft zeigen werden. Gerade du solltest erkennen, wie wichtig diese Informationen sind. Moment, wir sind nicht die Ersten, die diesen Ort gefunden haben. Okay. Schon seine Ingenieure geschickt, um sich die Ausrüstung anzusehen. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Meinetwegen. Mach, was du willst. Aber schick mir zuerst die Daten. Wir können uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Also gut. Kammerjäger, kümmere dich drum. Daten gehen ein. Hier kommen eine Menge mieser Erinnerungen hoch. Selbst nachdem Jack mich gefoltert hat, kann ich mir nicht vorstellen, was Angel durchgemacht haben muss. Vogel im Käfig. Ihr ganzes Leben lang. Sie hätte so viel mehr sein können. So viele Daten zum Durchstöbern. Ach, fantastisch. Jetzt kannst du dich hier voll austoben. Legen wir diesen Ort in Schutt und Asche. Weg damit. Unsere Engelaktivität registriert. Führe Notsicherungsprotokoll gefallener Engel durch. Ach, ich kümmere mich darum. Lasst euch nicht umbringen. Kammerjäger, wir sind ein paar Bots unterwegs. Mann.
Nee, klappt nicht. Ja, moin. Ja, ist richtig. Und da sieht man mal wieder, wie schnell man dann versagen kann. So. Was, hier hinten war der letzte Checkpoint? Ihr wollt mich doch alle flachsen, ey. Vielleicht haben wir es. Gut gemacht, Killer. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt komm zurück. So, das hat doch prima hingehauen. Leute. Klar, ich bin jetzt einmal draufgegangen und alles Mögliche war nicht so galant, oder wie man das sagen würde, ne? Aber trotzdem. Ich hab's irgendwie geschafft. Betonung liegt halt wirklich auf irgendwie. Komm schon, Luckshot. Gar kein? Gut, dann halt nicht. Ich hätte nur einen Lucky Shot gebraucht, dass also eine Kugel den trifft. Aber muss ja nicht, ne? So was von nervig. Okay. Wo bin ich? Ach, ich bin schon den Ausgang. Gut. Okay, das war jetzt auch wieder seltsam. Zwei Knarren, Baby!
Ich sage ja, nicht so elegant. Das Wort war mir eben nicht eingefallen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Und so muss man es ja im Endeffekt sehen. So, das für... Ja. Wie heißt er denn noch gleich? Für Brick. Jetzt habe ich den Namen gerade wieder. Machen wir auf jeden Fall auch noch. Vielleicht bin ich jetzt die Kommandantin der Crimson Raiders. Aber ich werde immer eine Kammerjägerin sein. Hector ist fort. Aber so wie ich Pandora kenne, droht bereits die nächste Katastrophe. Vielleicht ist es ein neues Unternehmen oder etwas, das wir uns noch nicht mal vorstellen können. Was es auch ist, wir müssen dafür bereit sein. Hört sich gut an. Gut, wie auch sei. Das hat ja etwas gedauert. Schadet nie, möglichst viel über den Mann zu wissen, den man töten will. Beschaffe Nexus alles über Jack, das du finden kannst. Okay. Das ist wieder eine Aufgabe, die nicht mehr im DLC ist, deswegen auch in Ordnung. Ach, das sind die, du Scheibengläser, die Tagebücher. Ich weiß noch, dass die relativ verstreut lagen. Nein, das geht nicht. Versuch halt den kürzesten Weg zu rennen, aber wenn halt so viel geblockt ist hier auf der Sache, macht die Sache auch nicht einfacher. Zed, wenn du das hörst, antworte dringend. Blake ist heute zurückgekommen und hat mir gefälschte Bilder von New Haven gezeigt. Die Stadt brennt. Okay, heute irgendwelche Kandidaten, Angel? Da wären vier Schatzsucher, die vor ein paar Stunden mit einer Fähre angekommen sind. Sie fahren mit dem Bus nach Firestone. Ausgezeichnet. Sag ihnen Folgendes. Habt keine Angst. Bleibt ganz ruhig und lasst euch nicht anmerken, dass jemand mit euch redet. Und jetzt steigt aus dem Bus aus. Der Bus fährt noch, Sir. Halt den Mund. Sag sie das. Ich verstehe nicht, Daddy. Das ist dein neues Zuhause, Liebling. Du bist wie eine Prinzessin. Und das ist ein Thron. Ich will zu Mami. Wo ist Mami? Sie kommt nicht zurück, Angel. Jetzt setz dich hin, verdammt! Ich will aber nicht! Du tust jetzt brav, was ich sage, und setz dich auf den Stuhl. Ja, ab dem Punkt merkt man schon, dass er bei Angel die Sirenenkräfte gemerkt hat und natürlich dafür zuständig ist, dass er daran forscht. So ein Stück weit. Damit sie ihre Anteile abtreten. Aber ich kenne sie.
Ich weiß, dass sich hinter dieser lächerlichen Maske ein mieser, kleiner Niemand verbirgt. Mr. Tessiter, mich würde etwas interessieren. Kennen Sie den Unterschied zwischen würgen und erdrosseln? Okay. Ich will nicht sagen, dass Jack ein bisschen psychisch labil war. Aber das hörte sich gerade sehr stark danach an. Ein psychosomatischer Irrer, der die Hyperion Corp übernommen hat. Fühlt man sich doch gleich viel sicherer, Leute. Warum funktioniert der nicht, Angel? Ich weiß nicht. Ich habe jedes Gramm Iridium, das ich habe, in dich hineingepumpt. Und der verdammte Schlüssel funktioniert trotzdem nicht. Warum? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Du bist eine Sirene. Du bist einzigartig. Also sorg dafür, dass er funktioniert. Ich will diesen Krieger, Angel. Ich will ihn wach, okay? Ich will ihn unter Kontrolle. Und ich will ihn jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt. Catch a ride. Hol dir ein Gefährt. Ja. Ich wiederhole nochmal meine Aussage von vorhin. Da merkt man wieder, wie ein psychisch labiler, auch noch Kindsvater, ironischerweise, einfach nach seiner Schnauze dirigiert und dadurch das Ganze vor die Wand fährt, sag ich mal so ganz salopp gesagt. Oder übertreibe ich? Eigentlich nicht, oder? Gut, wie dem auch sei. Zurück zum schwarzen Brett hier innerorts. Zweifel hatte, dass Jack sterben muss. Jetzt nicht mehr.
So. Dann wäre das ja auch geklärt. Ich gehe mal nach Backburner, weil da ist der Automat relativ dicht neben mir. Soweit ich mich erinnere. Ja. Markus ist nämlich ja inzwischen auch hier. Und dann kann ich mal Sachen verkaufen, Leute. Ganz ehrlich, 609, die habe ich letztens erst gefarmt, ist halt nicht besonders. Leider. Ja, nichts Besonderes leider. Der Raketenwerfer ist relativ. Die Pistole hier ist ja auch relativ. Ja, sind beide relativ. Ich habe einen mit 800.000, also macht der hier gar keinen Sinn. Und irgendwas war noch. Genau. Captain Plates Rapier. Brauche ich auch nicht mehr. Romki Pushka. Die habe ich eben, glaube ich, eingesammelt. So, was ist das hier? Gesundheit bei Kill auffüllen. Hört sich interessant an, behalte ich mal bei. Einfach aus Prinzip. Der Kopf, den wollte ich sowieso schon mal länger loswerden. Und diese eine Granate, die mir sowieso auch nicht viel bringt. Genau genommen eigentlich gar nichts. Ab dafür. Sehr schön. Drei Worte, mein Freund. Da haben wir das auch gemacht. Und das war tatsächlich so gut wie die letzte Handlung hier im dem Part. Jetzt gucke ich aber mal nach ganz kurz was nach. Noch kurz was nach. Ihr seht, die orangen Missionen sind weniger. Was ist denn das hier? Töte die zweite Sandwurm. Ah, okay. Das können wir noch ganz schnell machen. Da ist der Part noch mit ein paar Sekunden gefüllt. Okay. Das hoffen wir, dieser
So, das war auf jeden Fall dieser Bereich. Und jetzt kümmern wir uns um die Sandwurmkönigin. Nein, doch nicht. Ah, kurz mal auf die Zeit geguckt im Part und dann spielt man da so einen Zentimeter an der Ecke längs. Das ist Classic. Natürlich spawnen wir hier vorne. Gut. Aber das ist das kleinste Übel. Oh, Moment, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Das ist das Schild, was ich brauche tatsächlich. Okay, Leute, das kann doch noch ein bisschen länger dauern, als ich gedacht habe. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Ich kürze mal ab. Ich war total bescheuert und sinnbefreit, ich weiß. Also bevor jetzt jemand wieder Flugscheiß möchte. Aber wir sind an der Schnellreise. Und das ist doch das Wichtigere. Na gut, wie dem auch sei. Dann wollen wir doch mal gucken, ne? Mann, das geht irgendwie immer schief. Ich meine, wieso können nicht alle meine Rekruten so stark und unempfindlich beim Fallen sein wie du? Ich frage mich, was ich falsch mache. Liegt es an mir? Ich glaube, es liegt an mir. Weißt du was? Gib mir etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Gut, gut. Warte mal, wir haben ja alle gerettet. Dann müsste doch theoretisch... Ja. Der Mondo-Dämon bäumt sich auf. Seine glitzernden Rubinkrallen krallen nach dir, Lord Magico Stairstrider. Und du erleidest 30 Schaden! Krallen? Wie soll ich greifen? Oder schlitzen? Bei Krallen das halt so machen, Kleppo Trap House. Also schlägst du zurück, oder was? Ich blicke dem Mondo-Dämon triumphierend in die Augen. Er kann meiner Heldenaura nicht standhalten und schmilzt auf dem Obsidianbogen der Kathedrale des Hasses ein. Darauf willst du würfeln? Nein, das passiert einfach. Ist doch eh alles ausgedacht. Das reicht. Claptrap, du bist von meinem Tisch ausgeschlossen und bekommst 8 Millionen Punkte Ehrenabzug. Als ob ich je Ehre gehabt hätte. Raus, raus. Ach ja. So. Dickste Freunde. Ich mag meine... Ja gut, das ist immer noch da. Kakao... Kakofu... Und, was? Ach so. Sagen wir das ins Gesicht.
Peter, der PD, der Unbesiegbare, Hyperius, der Unbesiegbare, Schatz des Sandes. Also, das ist die Wiederholungsquest, die wiederholt sich ja sowieso immer. Kein Deserteur Destroyer. Töte Benny the Booster. Cool. Warte, was ist denn noch an Sachen verfügbar? So, Southern Raceway. Ja gut. Bereite dich auf einen Konsolenkrieg vor. Ja gut, dann muss ich halt immer über die Schnellreise gucken, wo das alles ist. Aber eins steht fest. Ihr seht es. Das Ende rückt wirklich näher. Ich mache wieder eine Bilanz von maximal jetzt noch 30 Folgen, die dann nachher wieder mehr werden, weil ja, wieder Sachen dazwischen kommen, Planung nicht hinhauen und KKG. Aber eins steht auf jeden Fall fest. Der gute Gamer wird mit dabei sein, wenn wir es final beenden. Das steht fest. Und wenn ich ihn da selbst vor den Laptop schnallen muss. Na, aber Spaß beiseite. Würde sagen, man sieht und hört ihr einfach im nächsten Part wieder. Und von daher bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen, bedanke mich wieder fürs Dranbleiben. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao. Tschüss.